Hallo und willkommen zurück bei StarCraft 2. Hirach, wir sind auf dem Weg zur Speer des Adun. Falls Ihre Generatoren noch funktionsfähig sind, sollte ich sie aktivieren können. Sobald die Speer wieder voll funktionsfähig ist, müssen wir diese gefallene Welt verlassen. Schildbatterie. Sehr schön. Ein neues Gebäude. Oder ist das wie diese Schildaufladung aus dem ersten Teil? Die Speer des Adun schlummert tief unterhalb des Herzens der Konklave. Ich hatte vor, sie zu aktivieren, um unseren Sieg über die Zerg zu garantieren. Doch jetzt ist sie unsere letzte Hoffnung, um zu überleben. Vartanis, warum entziehst du dich deiner Erlösung? Selendis, sie steht unter Amons Einfluss. Karax, wir müssen die Speer des Adun in Betrieb nehmen. Die erste Energiezelle fährt hoch, doch die verbleibenden wurden von Kriechern angelegt. Ich verstehe. Wir müssen sie säubern. Steht unsere Verteidigung? Sie sind leider noch ohne Energie, aber die Versorgungssysteme der Speer des Adun sollten dabei nützlich sein. Sie ermöglichen uns, überall auf dem Schlachtfeld Pylonen anzufordern. Wir sollten hier so früh wie möglich damit beginnen. Mit diesen Photonenkanonen können wir den Nexuspunkt verteidigen, Hirach. Sie benötigen einen Pylonen als Energiequelle. Ihr könnt über die Speer des Adun einen Pylonen heranwarpen. Klickt dazu oben im Kommandobildschirm auf Pylon anfordern. Unsere Kanonen werden nun Gegner in Reichweite unter Beschuss nehmen. Wenn sie beschädigt werden, lädt die Schildbatterie ihre Schilde wieder auf. Diese Verteidigungsanlagen werden bei der Evakuierung hilfreich sein. Doch die höchste Priorität hat die Säuberung der Energiezellen. Im Namen der Rache. Ihr seid auf mich angewiesen. Nicht genügend Mineralien. Bin ja dran. Mein Leben für Ajur. Kalt ist die Leere. Es dauert einfach ewig, den zu freien. Ja, der lädt automatisch Schilde wieder auf. Die zweite Energiezelle ist aktiv. Das Sensorfeld der Speer des Adun reagiert. Kämpfe nicht gegen deine Bestimmung an, Artanis. Dein Volk hat endlich wahre Einigkeit gefunden. Sensoren aktiviert. Halt, was ist das? Warp-Prismen nähern sich unserem Nexuspunkt. Hitzer, schalte diese Warp-Prismen aus. Wir können nun unsere Warp-Knoten zu Warp-Toren erweitern. Somit können wir Einheiten überall im Energiefeld eines Pylonen heranwarpen. Das Herz der Finsternis. Mein Leben für Ajur! Sehr weise. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich habe noch keine Dings für Ketzer. Kommt noch. Den brauche ich.
Ich registriere inaktive Warp-Tore in der Nähe. Sie könnten uns einen Vorteil verschaffen. Errichtet einen Pylon daneben, um sie mit Energie zu versorgen. Am besten wäre es, die Pylonen direkt von der Speer des Adun anzufordern. Natürlich können wir sie auch über unsere Sonden heranwarpen. Das Warp-Tor ist wieder in Betrieb. Darüber können wir sofort neue Einheiten heranwarpen. So. Durchgeführt. Wir bleiben im Verborgenen. Widersetzt euch nicht länger. Ihr werdet von eurem Elend erlöst sein. Zergling-Organismen nähern sich dem Nexus. Bereitet die Verteidigung vor. Bin dran. Nur irgendwie braucht er so lang. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich bin hier in den Schatten. Mein Leben, ihr habt nicht genügend Mineralien. Ganz wie ich bin das Herz der Finsternis. Wir bleiben im Verborgenen. So. Ich bin die Stimme der Finsternis. Veraku. So schön das auch wäre, auf Zeit zu spielen. Den Erfolg zu holen, spiele ich gerne auf Zeit. Ihr habt nicht genügend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was ist euer Begehr? Im Namen der Rache. So. Kalt ist die Meere. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Dass hier noch diese Dragos da sind. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Alles Leben ist minderwertig. Fehlerhaft. Ich rekonstruiere die Schöpfung. Ich bin das Herz der Flut. Eure Sonden. Karax, ich habe ein weiteres Warp-Tor aktiviert. Macht es sofort bereit. Alles richtet sich gegen euch. Selbst der Boden unter euren Füßen trägt die Saat meines Sieges in sich. Wie ihr befehlt. Lydos-Würmer, Schnellkrieger, vernichtet sie. Noch sind wir nicht besiegt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht... Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Mein Leben für Ajur. Ich bin das Herz der Finsternis. So, du kommst mal mit. Ja.
ist die Lehre. Sehr weise. Nun gut. Beraku. Ihr seid auf mich angewiesen. Dass ich so viele spawnen kann. Mein Leben für Ajur. Mega nice. Ich bin hier in den Schatten. Der Kampf ist nun wird. Alles wird eins sein. Alles Leid wird enden. Mineralien. Ich bin die Stimme der Finsternis. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Der Kampfesruhm wird unser sein. Ich bin das Herz der Finsternis. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ausgezeichnet, Hierarch. Wir haben alle Warp-Tore unter unsere Kontrolle gebracht. Ihr seid auf mich angewiesen. Ach, guck mal hier. Ich bin F2, da habe ich gar nicht gesehen. Finsternis. Der Kampfesruhm wird unser sein. Aber an sich greifen die nicht wirklich mich an, ne? Okay, die wollen lieber hier anlaufen. Ja gut, von mir aus. Wie der Kampfesruhm wird unser sein. Wir sind fast fertig, Hierarch. Noch eine letzte Energiezelle muss aktiviert werden, dann ist die Sperr des Adun einsatzbereit. Genug. Der ewige Kreislauf des Wahnsinns kommt zu einem Ende. Ich bringe Erlösung. Hört auf, euch zu wehren. Weitere Gruppe Zerglinge nähert sich unserem Nexus von Süden. Vorerst. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Basis wird angegriffen. Also hier wird sehr viel auf Warpen nun gegangen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das auch. Ja.
mich angewiesen. Ich bin hier. Ich denke, die 15 Minuten habe ich nicht geschafft. Die wären ja jetzt rum. Wir sind eins mit den Schatten. Mein Leben für Ajur! Der Kampfesruhm wird unser sein! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Oh, hab ich's doch geschafft. Aber dann gerade so. Wie ihr Befehl. Energieversorgung abgeschlossen. Die Sperre des Adun ist startbereit. Wird alle Erstgeborenen an Bord, Phasenschmied. Wir müssen von dieser Welt fliehen, wenn wir überleben wollen. Zu Befehl, Hierarch. Wir haben die Zerg und Protoss, aber noch keine Terraner. Terraner sind noch nicht unsere Feinde. So, wie lange habe ich ihn gebraucht? Oh, gut. Ich habe auch keine Lust jetzt auf Zeit, ne? Also keine Zeiterfolge mehr, hoffe ich. Das heißt, nur die Terraner-Kampagne ist eigentlich, wo man auch schwer spielen muss, ne? Adun, ein Wunder der Ingenieurskunst der Kalai und die letzte der drei großen Archen. Konstruiert, um in dunklen Zeiten das Überleben unserer Kultur zu sichern. In ihren Kammern ruhen Kontingente an Berserkern. Templer, die sich mutig opferten und sich in Stasis begaben, um als Streitmacht dieses Schiffs zu dienen. Obwohl es mich schmerzt, habe ich begonnen, ihre Nervenstränge abzutrennen. Die unteren Decks enthalten eine Raumschmiede, mit der sich Kriegsgerät konstruieren lässt. Es gibt viel zu lernen über dieses Schiff. Seine Technologie ist sehr alt und auch hochentwickelt. Wir befinden uns an Bord eines Relikts, einer Erinnerung an die Blütezeit unserer Kultur. Die Stellarmatrix wurde aktualisiert, Hierarch. Hier könnt ihr unser nächstes Reiseziel auswählen. Mit diesem Schiff werden wir Rache üben, Karax. Und wir werden die Templer befreien. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben Korhal. Mal, was haben wir hier? Ajur ist erneut dunkler gefallen. Temper. Meine große Vision seiner Rückeroberung ist gescheitert. Ich habe mein Volk enttäuscht. Das werde ich nicht hinnehmen. Die Nerazim von Shakuras trennen ihre Verbindung zur Kala im Rahmen eines feierlichen Rituals. Sie sind daher die letzten freien Protoss. Ich muss sie erreichen, bevor Amons Armeen sich ihnen zuwenden. Was haben wir hier bei Korhal? Da sind ja die Terraner. Die Terraner auf Korhal haben den Schlüsselstein. Nee, die Terraner machen wir nicht. Wir holen uns erstmal unsere Verbündeten. So, machen wir noch. Nein.
Uras wurde überrannt. Die Verluste sind beträchtlich. Wartet, ich empfange eine Übertragung. Gelobt seien die Götter. Artanis, ihr lebt. Matriarchin Vorazun, was ist hier geschehen? Shakuras ist gefallen. Das Warptor, das diese Welt mit Ajur verbindet, wurde wieder geöffnet. Unzählige Hybriden und Zerg strömen heraus. Unsere Städte liegen in Trümmern. Die Schattenwache wurde dezimiert. Wir versuchen, die Bevölkerung zu retten. Doch ich weiß nicht, ob wir dem Ansturm lange genug standhalten, um alle in Sicherheit zu bringen. Wir werden euch genug Zeit verschaffen, Matriarchen. Ich schicke meine Templer. Hierarch, bevor unsere Streitkräfte den Feind angreifen, solltet ihr im Kriegsrat zunächst einen Blick auf die militärischen Aufrüstmöglichkeiten werfen. Gute Idee. Ohne die Kala fühlt sich alles so leer an. Die Stimme. Karax, selbst ohne das Licht der Kala kann ich eure Trauer und euer Leid spüren. Bereitet euch die Speer des Adun keine Freude? Genau das ist es, Hierarch. Ohne die Kala fühle ich mich blind. Ich erkenne weder eure Gefühle noch die wahre Tiefe eurer Gedanken. Ich kann nicht auf das Wissen anderer Phasenschmiede zurückgreifen. Ich bin allein. Ich spüre diese Isolation ebenfalls. Es ist, als wenn ich hilflos im Vakuum des Weltalls schweben würde. Aber ihr seid nicht allein, Bruder. Kaum zu glauben, dass die dunklen Templer diese Existenz seit so langer Zeit ertragen. Die kommenden Tage werden nicht einfach werden. Ihr habt recht, Karax. Wir können uns nicht mehr auf die Kala verlassen, aber dennoch sind wir eins. Wir werden standhalten. Es gibt keine andere Option. Im Prinzip waren die ja dann wie die Zerg. Ohne die Kala sind die Nerazim von Amons Verderbnis nicht betroffen. Wenn ich daran denke, dass wir sie einst Ketzer nannten. Meine dunklen Templer verfolgten den Angriff auf Ajur, als die Verbindung unterbrochen wurde. Dann öffnete sich das Warptor. Was ist vorgefallen, Artanis? Amon nutzte die Kala, um die Templer unter seine Kontrolle zu bringen. Ich fühlte, wie seine Wut mich erfüllte. Doch ich war machtlos dagegen. Zeratul fand mich. Er erkannte, was passiert war. Und... Ja? Es gelang ihm, mich zu befreien. Doch er bezahlte dafür... Mit dem Leben. Er fiel durch meine Hand. Es war Amons Werk, nicht das eure. Zeratul versuchte mich zu warnen, doch ich hörte nicht auf ihn. Er starb durch mein Verschulden. Und sein Tod mindert der Sterne Glanz. Egal, ob Amon den Streich führte oder nicht, die Bürde, die ich trage, wiegt schwer, Matriarchin. Ajur ist verloren. Und nun hängt auch das Schicksal von Shakuras am seidenen Faden. Was sind das denn für Einheiten? Eine Bewahrerin aus der Stasis erwacht. Sie trägt noch ihre Nervenstränge. Sie ist mit der Kala verbunden. Haltet ein. Ich bin Rohana, oberste Bewahrerin der Vilari und eure Kriegsberaterin. Ihr müsst der befehlshabende Exekutor sein. Ihr steht nicht unter Amons Einfluss? Wie ist das möglich? Ich spüre, wie Dunkelheit meine Gedanken streift. Doch ich bin frei von ihrem Einfluss. Bewahrer meines Ranges haben die absolute Beherrschung der Kala erreicht. Seid versichert. Ich werde das Böse abwehren und euch mit meinem Wissen dienen. Wie alle Bewahrer hüte ich die Erinnerungen und Persönlichkeiten vergangener Protoss-Generationen. Dies ermöglicht mir, eure Entscheidungen mit denen früherer Exekutoren zu vergleichen. In diesem Raum könnt ihr die Zuteilung aller Streitkräfte überwachen. Ich bin Artanis, Hierarch der Dailan. Ich führe die letzten Überlebenden unserer Zivilisation an. Eure Erinnerungen könnten tatsächlich von Nutzen sein, Rohana. Doch wisset eins. Solltet ihr Amons Macht erliegen, werde ich euch vernichten. So sei es.
Ich bin auf die dunkelste Stunde der Erstgeborenen vorbereitet. Kommt, ich werde euch alles zeigen. Das Konzilpult ist bereit, Hierarch. Wir können beginnen, sobald ihr Zeit dafür habt. Die obersten Bewahrerinnen, ich kenne nur die Geschichten über sie. Ich hätte nicht damit gerechnet, einer von ihnen an Bord dieses Schiffes zu begegnen. Das sollte euch nicht verwundern, Hierarch. Meine Schwestern und ich sind einzigartig. Von Geburt an wurden wir dazu ausgebildet, die vollkommene Beherrschung der Kala zu erreichen. Ich habe die Kala in ihrem gesamten Ausmaß erkundet, das unendliche Spektrum an Emotionen und Erinnerungen ergründet. Aus diesem Grund wurden wir dazu ausgewählt, uns in Stasis zu begeben, auf dass wir euch in eurer dunkelsten Stunde den Weg weisen. Eure Schwestern befanden sich an Bord anderer Archen? Das bedeutet, sie sind... eins mit der Kala, gefallen, als die Zerg Ajur überfielen. Ich weiß, was passiert ist. Ich spüre das Verhängnis, das über uns hereingebrochen ist. Mehr, als ihr vielleicht denkt. Auf euch lastet eine schreckliche Bürde, Rohana. Und doch ist es meine Bestimmung, sie zu tragen. Mir zugewiesen in weiser Voraussicht von jenen, die einst dieses Schiff konstruierten. Ich vertraue ihrer Weisheit, Hierarch. Ich werde meine Bestimmung erfüllen, so wie ihr die eure erfüllen müsst. Das Konzilpult ermöglicht euch die Zusammenstellung eurer Armee, basierend auf der Protoss-Technologie, die wir uns aneignen. Wählt eine Kategorie von Kriegern aus, um zu beginnen. Nun könnt ihr eine der beiden Fraktionen für den Einsatz in den kommenden Schlachten wählen. Diese Zuweisungen sind nicht dauerhaft und können angepasst werden, wenn wir unsere Taktik ändern müssen. Die Schattenwache wartet. Durch die eigenen Leute zu schützen ist ziemlich gut. Wir sind die Klingen. Aber die sind gegen Massen ziemlich gut. Das heißt, hier kann ich dann immer die Einheiten tauschen. Warte. Ich bin hier in die Schatten. Also die können die Schilde regenerieren. Wenn die sich porten. Ja, wir nehmen doch hier die Dragoner. Die kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Aber unsichtbar sind die nicht, ne? Nee. Aber gut, dass sie die auch betäuben. Wir machen das so. So. Die Zerg drohen Talematros zu überrennen. Die Evakuierung ist stark gefährdet. Wir brauchen dringend eure Hilfe, Hierarch. Gut. Wir haben alle Erfolge. Rein. Aber wobei, gegen Zerg hätte ich am besten wahrscheinlich diese Wirbelwinde da genommen, ne? Amons Zergbruten haben sich über ganz Shakuras ausgebreitet. Nur der südwestliche Quadrant von Talematros ist noch in unserer Hand. Und auch er wird nicht mehr lange standhalten. Wir müssen unser Volk in Sicherheit bringen. Doch die Starthangars sind von Verseuchung überzogen. Wir müssen Bodeneinheiten losschicken, um sie zu säubern. Sobald die Hangars gesäubert sind, können unsere Schiffe über die planetare Warp-Verbindung sicher entkommen. Die Starthangars werden gesäubert. Euer Volk wird überleben, Matriarchin. Das schwöre ich. In dieser Schlacht werdet ihr die Hilfe meiner dunklen Templer benötigen. Sie können unerkannt aus den Schatten zuschlagen. Ihr benötigt mehr Vespingas.
Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Lasst sie geradewegs in unsere Klingen laufen. Ich mach den mal auf die 6. Was verlangt ihr von uns? Artanis, ich registriere einen sich öffnenden Dimensionsspalt in der Nähe eurer Position. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ein leeren Moloch. Bei den Göttern, ergreift die Warp-Verbindung an. Karax, sind die Waffensysteme der Speer des Aldun funktionsfähig? Der Orbitalschlag ist einsatzbereit. Beginne mit der Zielerfassung. Der Moloch ist geschwächt. Krieger, versetzt ihm den Todesstoß. Hierarch, Orbitalschläge können jetzt über die Kommandokonsole an Bord der Speer des Adun eingeleitet werden. Der Moloch wurde vernichtet. Doch all das wird umsonst sein, wenn wir die Starthangars nicht rechtzeitig von der Verseuchung befreien. Bin dran. Angst ist eine Illusion. Diese Gewölbe beherbergen die Energiereserven der Stadt. Wenn ihr sie einnehmt, kann euch das in eurem weiteren Kampf von Nutzen sein. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Durch deren Versorgung werden wir in der Lage sein, neue Krieger auszubilden. In der Tat, der Abschluss von Bonuszielen hilft mir dabei, die Energieversorgung der Speer des Adun zu verbessern. In der Stadt gibt es noch 2 weitere Gewölbe. Alles klar. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Im Namen der Lehre. Clever. Ich füge mich. Wir haben keine Detektoren. Alter. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ist eine Illusion. Faszinierend. Ich komme aus dem Ich weiß nicht, wie lange die brauchen. Faszinierend. Aber ich lasse die mal arbeiten. Aber ich muss natürlich auch Verteidigung bauen. Ich komme aus den Schatten. Was verlangt ihr von uns? Die Zerg bewegen sich auf unseren Nexuspunkt zu. Bereitet euch auf ihren Angriff vor.
Deswegen habe ich ja Verteidigung gebaut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr erbittet unsere Dienste. Faszinierend. Clever. Na, solange die keinen Detektor haben, kann ich hier einfach weitermachen. Vorsicht, die Sporenkrabbler und Overseer voraus können eure dunklen Templer aufdecken. Diese Einheiten solltet ihr zuerst ausschalten. Matriarchin Vorratsun, der erste Starthanger wurde gesäubert. Fahrt mit der Evakuierung fort. Clef. Ich bin die Klinge der Nerazim. Katu. Ich bin lediglich ein Schatten. Ein zweiter Moloch. Die Warp-Verbindung wird angegriffen. Bin dran. Wir befinden uns im Kampf. Dunkel bricht herein. Angst ist eine Illusion. Ich soll mich jetzt Der Moloch wurde vernichtet. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen, um die Starthangars zu säubern. Ich komme aus dem Schatten. Clever. Ich bin lediglich ein Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir haben einen zweiten Starthangar gesichert. Hervorragend. Die Hälfte der Hangars stehen für die Evakuierung bereit. Hier einfach so eine Königin ist, die ja auch einfach chillt. Zagul Inok. Ich bin lediglich ein Schatten. Okay. So, wir brauchen noch eine Energie. Hier geht's ungefähr rüber. Ja, ich muss hier mal... Bup! Ja.
Alien. Ich bin lediglich ein Schatten. Nasmeru Unada. Ich komme aus den Schatten. Im Namen der... Königin sind wohl, haben wohl keine Dings. Clever. Faszinierend. Ich bin die Klinge der Nerazim. Ich füge mich. Zagul Inok. Wir befinden uns im Kampf. Die Verseuchung entfernen. Es fehlt nur noch ein Hangar. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich habe Upgrade durchgeführt. Wir befinden uns im Kampf. Ein weiterer leeren Moloch ist aufgetaucht. Ihr wisst, was getan werden muss. Na da. Bin dran. Nicht genügend Mineralien. Dunkelheit bricht herein. Unsere Dienste. Wir befinden uns im Kampf. Das sollte der Warp-Verbindung etwas mehr Zeit verschaffen. Ich bin die Klinge der Nerazim. Die dunklen Templer, die haben hier wirklich sehr wenig. So, die letzte. Die letzten Solarit-Reserven werden gerade geborgen. Bis zur Rückkehr unserer Truppen werde ich den Solarkern modifiziert haben, Hirach. Sehr gut. Im Namen der Lehre. Mach mal. Upgrade durchgeführt. Was bedeutet das da eigentlich? 3 Aufladungen, okay. So, reinmarschieren. Ich komme aus dem Schatten. Greife Feind an. Faszinierend. Empfangen. Nasmeru Unada. Greife Feind an. Mach die Königin bin jetzt platt. Ich ein Schatten.
Zerg haben in diesem Bereich ihre Stellungen verstärkt. Ein Orbitalschlag könnte uns helfen, ihre Verteidigung zu durchbrechen. Naja, so verstärkt sehen aber hier die Stellungen nicht aus. Clever. Ich soll mich nicht. Wir haben halt nur viele. Alle Starthangars sind wieder unter unserer Kontrolle. Matriarchen, ihr könnt nun die Evakuierung abschließen. Ihr habt mein Volk gerettet, Artanis. Das werden wir euch nie vergessen. Sieg in den Schatten. Das ist keiner von diesen Erfolgen. Wo kommen denn diese Erfolge her? 15 Solarit. Ja, so. Trotz dieser Tragödie freue ich mich, euch zu sehen, Hierarch. Ich hatte gehofft, ihr würdet bei unserer nächsten Begegnung die Rückeroberung Ayurs verkünden. Ich ebenso. Stattdessen haben wir die Templer verloren. Dann steht es schlimmer, als ich dachte. Wir müssen verhindern, dass Shakuras dieses Schicksal teilt. Dafür ist es zu spät. Amons Zerg strömen aus dem Warp-Tor wie eine Flut aus Fleisch und Knauen. Talematros wurde bereits überrannt. Und nun nähern sie sich den Schreinen von Lithul. Diese Welt ist verloren. Der Feind ist zu mächtig. Shakuras muss zerstört werden. Shakuras zerstören? Das werde ich nicht zulassen. Zulassen? Shakuras war die Heimat meines Volkes, lange bevor wir dem euren hier Zuflucht gewährten. Dieser Planet wird niemals Heim für Amons Schergen sein. Welten mögen untergehen, doch wir müssen standhaft bleiben. Shakuras und Ayur, welch ein Verlust. Wir sind ein Volk von Vertriebenen. Unsere wahre Heimat war seit jeher Ayur. Lasst sie uns gemeinsam befreien. Rashagal prägte diese Welt. Nur ihrer Tochter gebührt diese Entscheidung. Lasst uns mit den Vorbereitungen beginnen. Ja, einfach Planeten sprengen. Das können die Protoss. Der bedarf eurer Aufmerksamkeit, Hierarch. Bitte stattet ihm einen Besuch ab, sobald ihr Zeit dafür habt. Ja, mach ich in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.